Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um die Bibeltage 2022 in Langensteinbach. Das war ja eine Menge Stoff, den wir da behandelt haben. Wir haben das Standbild angeguckt in Daniel. Dann haben wir uns Daniel 11 angeschaut, haben gesehen, dass da ein König fehlt. Und dann haben wir uns zum Schluss an 2. Thessalonicher 2 gewagt. Und ich möchte noch ein paar Gedanken nachschieben zu dieser Auslegung, der Art der Auslegung zu 2. Thessalonicher 2. Wir wissen nicht, was Paulus mit den Thessalonichern besprochen hat. Das ist dort im Brief halt nicht vermerkt, sondern wir sehen eigentlich nur den Abdruck, den Abguss eines Gesprächs und Paulus nimmt Bezug auf bestimmte Themen, die er wohl mit den Thessalonichern dort besprochen hat, weil er schreibt ihnen ja, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Das, was er dort anspricht und was man so sehen kann aus 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2, sind so Themen wie Aussagen über den Antichrist, Aussagen über den Tempel, Aussagen über die Entrückung. Dann schreibt Paulus von Unheil wie die Wehen einer Schwangeren. Dann schreibt er von einem Abfall, der zuerst kommen muss, bevor der Tag des Herrn kommt. Dann schreibt er von jemandem, der aufhält, von einem Männlichen, der aufhält. Und dann schreibt er von der endlichen Wiederkunft Christi auf dem Ölberg, nämlich dann, wenn der Herr den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes verderben wird. Und er benutzt diese Formulierung, der Tag des Herrn, in 2. Thessalonicher 2. Das ist das, was wir so als Textbefund haben. Und viele mühen sich jetzt natürlich damit ab, in 2. Thessalonicher 2 die Bedeutungen da herauszufinden und rauszulesen. Und man macht das mit sehr viel Mühe, mit sehr viel linguistischer Anstrengung. Man versucht, die Worte irgendwie zu deuten. Was heißt Ekmesos? Warum Ekmesos genetai? Heißt das aus der Mitte hervorkommen? Oder heißt das aus der Mitte wegkommen? Was ist dieses Thema Episynagoge im Vergleich dazu? Und da gibt es jede Menge Versuche, die Aussagen und die Formulierung, die der Paulus da hat, zu deuten. Dazu kommt natürlich auch die große Frage, wer ist denn der, der aufhält? Wie gesagt, im Deutschen ist das dann der Geist Gottes, so ist in der allgemeinen Auslegung da die Vorgehensweise. Der Geist Gottes hält noch auf und wenn der weg ist von der Erde, respektive wenn und weil die Gemeinde dann entrückt wäre von der Erde, dann wäre auch der Geist Gottes von der Erde weggetan und dann könnte der Antichrist kommen. Das sind Aussagen, die eigentlich ganz isoliert aus diesen Versen herausgelesen werden. Ich mache das nicht. Warum nicht? Weil das schon ganz viele gemacht haben im Internet. Und auch in den Auslegungen in den letzten 20 Jahrhunderten. Ich mache was ganz anderes. Ich schaue mir andere Texte an. Und mit der Kenntnis aus diesen anderen Texten gehe ich dann in 2. Thessalonicher 2. Weil ich natürlich auch nicht weiß, was der Paulus da mit den Thessalonichern besprochen hat. Ja? Ich schaue mir aber zunächst einmal zum Beispiel Daniel 11 an. So wie wir das auf den Bibeltagen auch gemacht haben. Ich schaue mir Daniel 11 an und sehe, dass in Daniel 11 ein Seleukidenkönig fehlt. Und wenn ich dann zähle, dann ist Antiochos Epiphanes der 7. König. Und wenn man die Verse genau liest von Antiochos, dann sieht man, dass da ein 8. König noch beschrieben ist, der damals noch nicht gekommen ist, der auch heute noch zukünftig ist. Und wenn man das vergleicht mit Offenbarung 17, dann sagt der Johannes, der nimmt dann Bezug auf eine Folge von 7 Königen und einem 8., der noch kommt, denn er sagt, 5 Könige sind gewesen. Einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der 8. und der ist von den 7 und der fährt in die Verdammnis. Dann haben wir noch überhaupt gar nichts mit 2. Thessalonicher 2 zu tun. Sondern wir schauen uns nur Offenbarung 11 an und Offenbarung 17 und sonst gar nichts. Und kommen zu dem Ergebnis, dass der endzeitliche Antichrist einen Vorläufer hat. Dass nämlich Johannes sagt, da kommt noch ein 8. Und der 8. ist von den 7. Und vor dem 8. ist noch ein Vorläufer, ein 7. König. Und zur Abfassung der Offenbarung oder auch zu der Zeit, wenn die Endzeit dann beginnt zu laufen, ist noch ein 6. König. Das heißt, der Antichrist hat zumindest einen Vorläufer, diesen 7. Das Ergebnis findet man ganz unabhängig davon, ob man jetzt 2. Thessalonicher 2 liest oder nicht. Man braucht dafür 2. Thessalonicher überhaupt nicht. Ja, das braucht man nicht dafür.
sondern allein aus dem Vergleich zwischen Daniel 11 und Offenbarung 17 kommt man zu diesen Ergebnissen. Und es ist ein Fakt, dass ein König fehlt in Daniel 11, ja, der ist nicht aufgezählt. Es ist auch ein Fakt, dass die Aussage über den Tod von Antiochos Epiphanes nicht Antiochos Epiphanes selber betroffen haben kann, weil der ganz woanders gestorben ist, sondern da geht es um einen zusätzlichen König, einen achten König, der noch zukünftig ist. Und der Antichrist ist und der kommt bei der Belagerung des werten Heiligen Berges um. Das heißt, dass der Antichrist einen Vorläufer hat, findet man ganz allein aus Offenbarung 11 im Vergleich mit Offenbarung 17. Und mit der Erkenntnis geht man dann in 2. Thessalonicher 2 und sieht, dass Paulus schreibt, dass ein männlicher aufhält und dann kommt das Kind des Verderbens, ja? Der Sohn der Sünde, der sich über Gott, über alles erhebt, was Gott ist oder Gott heißt und sich in den Tempel Gottes setzt und dort ausgibt, als sei er Gott. Also das passt dann wieder zusammen mit dem, was wir an anderer Stelle gefunden haben. Gleiches gilt für die Entrückung, ja. Gleiches gilt für das Unheil wie Wehen einer Schwangeren. Denn die Frage ist ja, wer ist denn da schwanger? Und da haben wir ganz unabhängig von 2. Thessalonicher 2, wir haben die Verse in 2. Thessalonicher 2 nicht dafür gebraucht, wir haben an anderer Stelle gefunden, dass Jerusalem wiedergeboren wird, dass die Tochter Zion schwanger werden wird, dass die Tochter Zion Unheil überfällt, weil die Stadt Jerusalem angegriffen wird, weil dieser Angriff der Stadt Jerusalem zu Wehen geführt hat, ja, und auch nochmal führen wird. Das ist das, worauf Paulus hier Bezug nimmt. Und dass Jerusalem wiedergeboren wird, haben wir gefunden an ganz, ganz anderen Stellen. Ja. Das haben wir gefunden ausgehend von Johannes 3 in Jeremia 30, Vers 6 zum Beispiel, in Jeremia 13, in Jeremia 4, in Jesaja 7, in Micha 4 und Micha 5, in den Psalmen und an vielen, vielen anderen Bibelstellen im Alten Testament. Und man kann daraus sehen, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommt. Im Bild gesprochen, die Tochter Zion kommt in Wehen und wird schwanger. Und jetzt schreibt erstaunlicherweise der Paulus in 1. Thessalonicher 5, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird sie das Unheil schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, Paulus schreibt in diesem Text schon wieder von Schwangerschaft. Ja, wie in vielen, vielen anderen neutestamentlichen Texten auch. Und wir können das durch die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems in Verbindung bringen. Und wir können zumindest in diesem Indizienprozess, den wir da führen, zu 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2, mit den Kenntnissen, die wir über die Wiedergeburt Jerusalems haben und den Kenntnissen, die wir über einen Vorläufer vom Antichristen haben, der erst beiseite getan werden muss und dann kommt der Antichrist, diese Verse im 1. 2. Thessalonicher auf eine ganz neue und andere Art und Weise verstehen. Das ist das Besondere dabei, ja? Dass wir Kenntnisse an ganz anderer Stelle finden und mit dem Wissen, was wir dann haben, uns die Paulusbriefe nochmal vornehmen, die er an die Thessalonicher geschrieben hat und dann auf eine ganz erstaunliche Art und Weise die Verse ganz neu verstehen können. Und natürlich widerspricht das dem, wie die gängige Auslegung ist im Allgemeinen, so wie sie heute vorgenommen wird, ja, weil man da einfach nur Vermutungen anstellt und die Frage ist, ob diese Vermutungen richtig sind und ob diese Vermutungen dann auch im Zusammenhang mit den Texten stehen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das tun sie leider nicht. Man legt da Bedeutungen rein, die nicht stimmig sind, die nicht rund sind. Das Gleiche gilt für den Abfall. Ja, also man sagt, Paulus schreibt ja, dass zuerst der Abfall kommen muss und dann offenbart werden wird, der Mensch der Sünde. Und da sagen natürlich alle Abfall, na, Apostasie, das ist natürlich der Abfall vom christlichen Glauben. Der Abfall des Glaubens in der Christenheit ist ja ein Prozess. Über Jahre, über Jahrzehnte, vielleicht über Jahrhunderte. Das kann Paulus also nicht gemeint haben. An anderer Stelle haben wir aber gesehen, dass Paulus von einer ganz bestimmten Apostasie wusste, nämlich vom Abfallen des Nordreichs vom Südreich. Das nämlich im Alten Testament schon speziell bei den Propheten, die sich über endzeitliche Strukturen und Vorgänge auslassen, dass dort unterschieden wird zwischen Ephraim und Juda. Wir haben an anderer Stelle deutlich gefunden, dass der moderne Staat Israel auseinanderbrechen wird in zwei Teile. Und das ist auch eine Apostasie. Paulus sagt also, bevor der Tag des Herrn kommt,
komme ich gleich nochmal drauf, muss zuerst der Abfall kommen, nämlich das Abfallen des Nordens Israels vom Süden, das Auseinanderbrechen Israels, und der Antichrist offenbar werden. Und dann kommt der Tag des Herrn. Und jetzt, und das ist der letzte Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, was heißt denn das, der Tag des Herrn? Und da wird dann durch verschiedene Pastoren, die ja auch allseits bekannt sind, Zephania zitiert aus dem Alten Testament, weit, 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 weit weg von den Thessalonischer Briefen. Ich tue das nicht, sondern ich nehme den Begriff der Tag des Herrn in 1. Thessalonicher 5. Ja, denn ihr wisset gewiss, sagt Paulus, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was ist das denn für ein Tag des Herrn, der kommt wie ein Dieb in der Nacht, nämlich so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht? Der Paulus sagt, ihr wisset gewiss, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, denn wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, Paulus verwendet im 1. Thessalonicher 5 den Begriff der Tag des Herrn für den Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist der Zusammenhang in dem Schriftwechsel zwischen den Thessalonischen und Paulus zur damaligen Zeit. Das heißt also, Paulus verwendet den Tag des Herrn im 1. Thessalonischer Brief und im 2. Thessalonischer Brief. Dann muss man aber im 2. Thessalonischer Brief, wenn man vom Tag des Herrn redet, die Bedeutung annehmen, die Paulus dem Tag des Herrn im 1. Thessalonischer Brief schon gegeben hat, weil das ein homogener Zusammenhang ist, und nicht Zephania zitieren. Wenn wir aber sehen, dass in 1. Thessalonicher 5 der Paulus von der Wiedergeburt Jerusalems schreibt und dass er dieses Ereignis als der Tag des Herrn bezeichnet, den Tag des Herrn bezeichnet, dann kann man auch diesen Tag des Herrn muss man auch diesen Tag des Herrn in 2. Thessalonicher 2 ansetzen. Und dann muss man sagen, dieser Tag des Herrn, nämlich die Wiedergeburt Jerusalems, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, dass Israel auseinanderbreche und offenbart werde der Mensch der Sünde. Und dann wird Jerusalem wiedergeboren werden. Ja? Das ist das, was naheliegend ist, ja? Weil man nicht weiß, was Paulus da genau angesprochen hat. Aber das passt da hinein wie ein fehlendes Puzzleteil in ein sonst komplettes Puzzle. Und diese Bezüge muss man ziehen und die muss man zueinander stellen, weil man sonst nicht verstehen kann, was Paulus dort gemeint hat. Und man kann es nicht mal erahnen. Wie gesagt, weil wir bei dem Gespräch nicht dabei gewesen sind. Das heißt also, Paulus sagt, der Tag des Herrn, nämlich die Wiedergeburt Jerusalems, kommt nicht, außer es sei denn, dass Israel vorher auseinanderbricht, der Abfall, und der Antichrist offenbart werde. Warum sagt er das denn? Weil Israel auseinanderbrechen muss, damit der Norden Israels ein Bündnis machen kann, nämlich Ephraim, das antike Ephraim, der Norden Israels, macht ein Bündnis mit Damaskus, Ton mit Eisen gemischt, wie ein syro-ephraimitischer Bund. Und dann können die beiden gegen Jerusalem ziehen und dann wird Jerusalem angegriffen und belagert werden und in Wehen kommen und wird auch gebären. Ja? Und dann sieht man diese Bezüge auf Jesaja 7. Das heißt, Paulus muss mit den Thessalonischern laut unserem Indizienprozess über Daniel 11 gesprochen haben, über diese sieben Seleukidenkönige, von denen einer fehlt und von denen der achte der Antichrist ist, das Kind des Verderbens, ja, der Sohn der Sünde. Er muss mit ihnen gesprochen haben, natürlich über die Entrückung. Er muss mit ihnen gesprochen haben über die Wiedergeburt Jerusalems. Er muss mit ihnen gesprochen haben darüber, dass Israel auseinanderbricht, der Abfall. Er muss mit ihnen gesprochen haben über diesen Tag des Herrn der Wiedergeburt Jerusalems. Er muss mit ihnen gesprochen haben, auch über die endliche Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Denn er sagt ja, dass Christus den Antichrist umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Und da haben wir gesehen, das ist ein Zitat aus Jesaja 11. Das heißt, er hat mit den Thessalonischern Daniel gelesen, er hat mit ihnen Jesaja gelesen, er hat mit ihnen über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen und er ist tief in die Bibel mit ihnen eingestiegen. Und das muss man tun, um 2. Thessalonicher 2 zu verstehen. Wenn man nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems und wenn man nichts weiß von dem Auseinanderbrechen Israels und wenn man nichts weiß davon, dass der Antichrist der achte Seleukidenkönig in Anführungsstrichen ist, von den sieben in Daniel 11 erwähnten, dann kann man 2. Thessalonicher 2 nicht verstehen, so sehr man sich auch müht. Da kann man auch Wortbedeutungen versuchen, irgendwie zusammenzubringen. 2. Thessalonicher 2 ist nur inhaltlich zu verstehen. Das heißt also, weil wir wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, und zwar von ganz anderen Bibelstellen,
weil wir wissen von den 7 und 8 Königen in Daniel 11, weil wir wissen von dem Auseinanderbrechen Israels, kommen wir mit diesem Wissen zu 2. Thessalonicher 2 und versuchen, ob diese Puzzlestücke dort reinpassen und ob die Aussagen des Paulus dann bedeutungsvoll werden. Und das werden sie dann. Das heißt, eigentlich lege ich 2. Thessalonicher 2 gar nicht aus, weil das nicht geht. Sondern wir haben ja nur den Abdruck von einem Gespräch, was da geführt worden ist. Ja? Sondern ich zeige in Daniel 11, was mit den Königen los ist. Ich zeige, dass die Wiedergeburt Jerusalems für die Endzeit vorhergesagt ist. Und ich zeige, dass Israel auseinanderbricht. Und mit diesen 3 Punkten und noch einigen mehr gehen wir dann in 2. Thessalonicher 2 und sagen, das passt aber sehr, sehr gut da rein und das passt sehr gut da rein, das passt sehr gut da rein. Und dann entsteht Licht dafür. Ja? Man kann den Text in 2. Thessalonicher 2 nicht aus sich heraus isoliert verstehen. Genauso wie die Endzeitreden Jesu. Die Endzeitreden Jesu ist der diamantene Maßstab für die Endzeit. Aber die Endzeitreden Jesu alleine zu verwenden, das ist zu wenig. Das kann man nicht verstehen. Man muss Kenntnisse an anderer Stelle haben, so wie wir die uns aus dem Alten Testament erarbeitet haben. Und mit diesem Wissen dann zu den Reden Jesu gehen und sehr, sehr gut zuhören, was der Meister dort sagt. Ja? Dann kann man das verstehen. Ich denke, daran sieht man, was für ein hohes Niveau das gewesen ist, was Paulus dort mit den Thessalonichern bearbeitet hat, theologisch. Und ich glaube, da bleiben wir alle weit hinter zurück. Ja? Ich möchte damit nur sagen, ich lege 2. Thessalonicher 2 in dem Sinn überhaupt nicht aus, sondern ich zeige nur, was in Daniel passiert. Ich zeige, was mit dem Auseinanderbrechen Israels passiert, mit dem Abfall des Nordens vom Süden. Ich zeige, was mit der Wiedergeburt Jerusalems ist. Und ich zeige das, was mit den Königen in Daniel 11 ist und in Offenbarung 17. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man sich mit dieser Königsdisziplin beschäftigen, 2. Thessalonicher 2 anzuschauen. Ja? So ist da meine Vorgehensweise. Ich glaube, das ist seriös. Ich glaube, das ist dem Text angemessen. Ich glaube, das ist auch Gottes Wort angemessen. Und wir dürfen eigentlich, wenn wir diese Sachen so berücksichtigen, sehr, sehr tief in die Bibel einsteigen. Und dann wird die Bibel sehr glaubwürdig für uns, weil wir sehen, wie hochexakt das formuliert ist und wie Paulus auch viele Zitate aus dem Alten Testament bringt, die uns zum Teil unbekannt sind, weil wir das Alte Testament zu wenig kennen. Ja, der schöpft ja tief aus dem Alten Testament und zitiert hier zum Beispiel dann auch Jesaja 11 und diese Texte aus Daniel 11. Das sind ja Texte, die man nicht normalerweise im Gottesdienst so allenthalben hört. Ja. Also da geht es wirklich ums Eingemachte und das kann man nicht im Vorbeigehen verstehen. Also wer 2. Thessalonicher 2 besser verstehen möchte, der möge sich die Videos anschauen über die Bibeltage 2022 in Langensteinbach, da bekommt er da einen kleinen Einblick rein. Oder auch die anderen Videos, die ich dazu gemacht habe, die manchmal etwas langatmig sind, ja, weil ich das auch gerne zeigen möchte am Text und weil dann man dazu sich durch die Bibel durchackern muss. Ich muss das aber tun, um das zu beweisen, was ich hier sage, ja, weil das sonst ja auch gerechtfertigterweise angezweifelt werden würde, wenn ich das nur postuliere. Also mache ich so ein bisschen eine Mischung, ja. Also ich habe auf der einen Seite recht viele Videos über die Themen gemacht, wo ich das Text für Text und Vers für Vers abarbeite und zusammenführe und zeige. Das ist viel, viel Arbeit. Und manchmal postuliere ich das nur, damit der schnelle Hörer, der hier vorbeikommt, sagt, ups, was hat denn der da erzählt? Schaue ich mir mal genauer an, damit er weiß, ob sich das lohnt, die ganze Zeit da rein zu investieren. Und meiner Meinung nach lohnt sich das unbedingt, ja, sich mit der Wiedergeburt Jerusalems auseinanderzusetzen. Und wenn man möchte, auch mit Daniel, ja, dann versteht man die Texte im Neuen Testament besser. Das ist gleichzeitig auch die Kritik, die ich habe an vielen Auslegern, dass sie das bei 2. Thessalonicher 2 und 1. Thessalonicher 5 nicht tun und auch nichts wissen von der Wiedergeburt Jerusalems und nichts wissen von diesen Seleukidenkönigen, ja, vom Auseinanderbrechen Israels. Und dann ist es unmöglich, diesen Text zu deuten. Ja. Dann bleibt das immer nur Näherung, aber kommt dem nicht nahe, was der Paulus dort formuliert hat. Das wollte ich euch in aller Kürze nochmal so mitgeben. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.